Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Welly Welly Welly. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am 5. Dezember kommt ja das riesengroße Update, das größte Update, was es je in Disney Dreamlight Valley gab, mit der 30-Euro Erweiterung, mit dem Nightmare Before Christmas Update, will ich es mal nennen, mit Jack Skellington, 3 neuen Biomen, noch 3 weitere neuen Charaktere, neuem Werkzeug, Multiplayer und so weiter und so fort, neuen Funktionen. Da werden wahrscheinlich jetzt auch nochmal Montag Patchnotes kommen. Die gehen wir natürlich auch nochmal im Detail durch. Aber es gab jetzt nochmal Neuigkeiten am 1. Dezember. Leider nur auf der englischen Disney Dreamlight Valley Seite. Aber ich habe jetzt einfach alles auf Deutsch übersetzt. Da kann es also ein paar Übersetzungsfehlerchen geben. Ihr kennt ja immer diese Software. Aber inhaltlich sollten wir das auf jeden Fall alles verstehen. Und dort stehen nochmal ein paar interessante Details drin, die uns nochmal ein bisschen mehr Aufschluss geben, was alles jetzt in der neuen Erweiterung und dem neuen Update drin steckt. Also lasst gern Abo und Like da, wenn euch dieses Video gefällt und wenn ihr nichts verpassen wollt nächste Woche, denn wir werden natürlich Streams machen, ich werde natürlich Infovideos machen und so weiter und so fort. Wir gehen das ganze Update, die ganze Erweiterung komplett durch. Vielleicht gibt es auch wieder neue Kartoffeln. Kartoffeln werden sogar in dem Text genannt tatsächlich. Ne? Ihr kennt sie ja alle für den Regenbogenfuchs. Genau. Gehen wir es mal durch. Wie gesagt, es kann so ein paar Übersetzungsfehler geben. Ihr kennt das ja, aber wir kriegen das schon gemeinsam hin, würde ich sagen. Abenteuer erwarten dich in Disney Dreamlight Rally, A Rift in Time. Genau, das ist ja das 30-Euro-Update, beziehungsweise die 30-Euro-Erweiterung. Wird es wahrscheinlich auch erst ab 5. Dezember zum Download geben, weil viele schon fragen, wo kann ich das vorbestellen und so weiter. Kann man noch nicht vorbestellen. Wird es dann irgendwann vielleicht 15 Uhr oder 0 Uhr zum Download irgendwie geben? Wahrscheinlich werden wir Montag dann irgendwie mehr Details bekommen. Genau, 1. Dezember kam die News raus. Willkommen, Dorfbewohner des Tals. Auf die Insel der Ewigkeit. Genau, Insel der Ewigkeit ist ja das neue Gebiet sozusagen. Ziehe dir dein bestes Entdecker-Outfit an, wähle den abenteuerlustigsten tierischen Begleiter und packe ein paar Kürbisse ein. Denn Kürbisse bringen Geld. Das wissen sogar die. Du hast eine unglaubliche Reise vor dir, wenn Disney Dreamlight Rally Rift in Time startet nächste Woche am 5. Dezember. Man merkt, da sind so ein paar Übersetzungsfehler drin. Aber, ne? Das kriegen wir schon hin. Eine Einladung zur richtigen Zeit. Ja, jetzt haben wir auch 3 Monate gewartet. Also jetzt wird es wirklich Zeit für ein Update und für eine Einladung. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr Bock habt. Ey, ich bin auch jetzt langsam gehypt. Langsam geht's los, Leute. Montag wird es bei mir ganz schlimm. Auch wenn es im Tal keine Unbekannten für Nachtdorn, Schurken oder seltsame Kartoffeln gibt. Unbekannten muss irgendwie ein anderes Wort sein. Die meinen die Sachen, die es im alten Valley gab, jetzt im aktuellen. Hier, Kartoffeln, seltsame Kartoffeln. 6 Stück gab's. Das war auch eine Reise. Sieht es so aus, als gäbe es Unruhen in der Stadt. Dieses Mal jedoch in Form von Zeitanomalien. Und nicht Jugendlichen. Ein Hologramm von Jafar. Habt ihr ja schon gesehen im Trailer? Es gibt ja so ein Hologramm von Jafar. Du kannst da mit dem quatschen. Das wird irgendwas mit der neuen Story zu tun haben. Ihr beginnt eure neue Quest in dieser Erweiterung mit einer Untersuchung auf dem Platz, wo ihr eine Einladung erhaltet, die Insel der Ewigkeit zu besuchen. Genau, wir kriegen da wohl eine Einladung, wahrscheinlich einen Briefkasten. Oder müssen mit Merlin aus Merlin reden. Der sagt, Olli, komm zu mir bei meinem Bart. Ich habe eine Einladung bekommen zu der neuen Insel der Ewigkeit. Da muss irgendwas passiert sein. Jafar läuft da rum als Hologramm. Meine Güte, dass ich das noch mal erlebe. Es sieht so aus, als hätte Jafar seine eigene Art von Ärger ausgeheckt, während ihr euch mit dem Vergessen beschäftigt habt. Oha, ein neues Böses ist im Hintergrund erwacht und schmiedet seine bösen Pläne. Haben wir ja auch schon gesehen, wurde ja schon angeteasert am Ende der Vergessensmission. Hat man ja schon Jafar gesehen. Obwohl die Insel weit weg sein scheint, hat das Traumschloss die ganze Zeit über das Geheimnis verborgen, um dorthin zu gelangen. Ah, also werden wir durch das Traumschloss dahin kommen. Mhm. Auch schon mal ein Hinweis, also wird sich da irgendwie eine neue Tür öffnen, tatsächlich. Wahrscheinlich aber nochmal eine richtige Tür, nicht diese Realm-Tür. Wahrscheinlich nochmal eine große Tür oder irgendwie ein Portal oder sowas. Auch interessant, da weiß man schon mal, wie man jetzt ins neue Valley kommt. Wunderbar. Wo waren wir? Genau, unterhalten Sie sich mit Merlin, um ein magisches neues Gebiet zu entdecken, das Ihnen Zugang zu diesem Land gewährt, das im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Genau, ne, Merlin wird dann Dienstag da irgendwie erscheinen. Ich weiß nicht, ob er dann auch einem das verkauft. Olli, für 30 Euro kriegst du die große Erweiterung. Ach, das ist wirklich ein Schnäppchen, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich schätze mal, man muss es vorher irgendwie runterladen. Ich denke mal, du kannst es aus den Stores runterladen oder es gibt im Spiel so einen Link, wie mit den Mondsteinen, dass du dann im Store weitergeleitet wirst, dann kannst du es runterladen und so weiter. Muss das Spiel nochmal neu starten und dann geht's los. Genau, Natürlich ist die Ankunft auf der Insel der einfache Teil und einige freundliche Gesichter werden auch die Reise wagen, um zu helfen. Entdecke mit Remy neue Rezepte, um dich mit Energie zu versorgen. Neue Rezepte wird es geben.
wunderbar. Und ich schätze mal, wir müssen auch erst das Update runterladen und dann wird es auch die Erweiterung geben im Spiel, dass wir die dann kaufen können. Ne? Also das muss man wahrscheinlich erstmal zuerst haben. Baue einen Stand für Goofy, damit du exotische neue Früchte anbauen kannst. Neue Früchte wird es geben. Und richte sogar einen Laden für Dagobert Duck ein. Haben wir ja schon gesehen, es wird wieder einen neuen Dagobert Duck Laden geben. Was ich ein bisschen kritisiert habe, dass es Dagobert halt nochmal gibt. Da hätte ich jetzt zum Beispiel irgendwie gemacht, vielleicht einen neuen Charakter. Wer im Disney-Universum hat denn noch einen Laden und verkauft was? Schreibt's in die Kommentare. Weil da hast du jetzt praktisch Dagobert zweimal. Und er beamt sich dann immer hin und her. Ja, ne, ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber ihr wisst, was ich meine. Was, du dachtest, er würde keinen Weg finden, aus deinem Abenteuer Kapital zu schlagen? Doch, da habe ich nie dran gezweifelt. Auch wenn die Nachtdorn die Insel noch nicht übernommen haben, werdet ihr euch mit neuen, ebenso lästigen Phänomenen auseinandersetzen müssen. Andere Nachtdorn, irgendwas anderes wird es geben. Vielleicht diese Schwebedinger. Da waren ja so Schwebewirbel oder irgendwie sowas. Vielleicht müsst ihr mir die entfernen, wer weiß. Zeitrisse und Wirbel in der Sand, ach guck, da ist es ja, kannst du auf deiner Suche finden, um jeden Winkel dieses neuen Landes zu entdecken. Aber du wirst einige neue Werkzeuge haben, die dir dabei helfen. Einige neue Werkzeuge, aha. Okay, erkunde die Insel in drei einzigartigen Biomen. Genau, drei neue Biome werden wir ja bekommen, wunderbar. Sind wir auch schon alles durchgegangen, guckt euch gerne nochmal meine alten Videos an zum Update. Ne, da schauen wir uns auch die Trailer-Analyse und so weiter nochmal an. Da wurden auch alle Fragen geklärt. Auch nochmal zu den Editionen, welche ihr kaufen könnt. Bis zum 4. Dezember könnt ihr jetzt übrigens noch die alten Versionen kaufen. Ne? Dann ist das für immer weg. Wenn ihr an den Ufern der Ewigkeitsinsel angekommen seid, genau, das wird dieses erste Gebiet sein, wo du ankommst. An diesem Strand, an diesem neuen, mit diesen Ruinen, dieser alten Zivilisation. Ist das erste neue Biom, das ihr erkunden werdet. Ancient Landing, Landung der Urahnen. Einst eine Hafenstadt, die einst eine alte Zivilisation beherbergte, liegt sie in Trümmern. Wahrscheinlich aufgrund von Experimenten zur Manipulation der Zeit. Ach, guck mal, ja, da stehen ja diese ganzen Marktstände. Genau, da wussten wir ja nicht oder wissen wir ja nicht, ob man die abreißen kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich schätze mal, es wird einfach zur Dekoration gehören. Zu Festen, ne? Genau, hauche ihm neues Leben ein, indem du einen Marktplatz umbaust. Ah, oder die Häuser deines Dorfbewohners umsiedelst. Ah, okay, du kannst natürlich jetzt die alten Häuser, die du im alten Valley hast, auch rüber machen. Also man kann alle Häuser immer hin und her switchen. Du kannst auch zum Beispiel jetzt irgendwie Remi auf der neuen Insel wohnen lassen und andersherum. Du kannst auch dann Rapunzel im alten Valley wohnen lassen, also es ist völlig egal. Was eigentlich schon mal sehr, sehr cool ist. Die nächsten beiden Biome, die es zu erforschen galt, waren früher eines, aber jetzt sind sie durch eine Zeitdilatation, die durch Jaffars Experimente verursacht wurde, in zwei Hälften geteilt. Genau, hat man ja gesehen, das ist ja Jaffars Schloss und dann ist ja so eine Teilung, ne, zwischen diesem Biom, ne, zwischen dem Dschungel- und dem Wüstenbiom praktisch. Sieht eigentlich ganz cool aus. Guckt euch gerne nochmal den Trailer an. Entscheidest du dich dafür, in den Wüstensand in der glitzernden Dünen zu reisen oder der Hitze im üppigen und grünen Wildtangle zu trotzen? Genau, da im Dschungel werden wir Rapunzel finden, in dem Wüstengebiet werden wir Gaston finden. Und an dem Hafen müsste Eva sein. Freut euch darauf, in jedem Biom neue Herausforderungen und geheime Gebiete zu finden. Geil. Und jede Menge Platz, um sie ein neues Zuhause für euch und eure Dorfbewohner zu verwandeln. Also es wird genug Platz zum Dekorieren geben. Hier haben wir nochmal ein neues Bild. Kapibara! Kapibara 2! Hier eine Schlange? Ey, die Kapibara ist sehr, sehr süß. Mit den Affen und Schlangen kann ich noch nicht so viel anfangen, aber ja, ich sehe schon die ganzen Anziehsachen und die Skins für die Kapibaras. Und Bambus auch sehr, ich finde das Bambus sieht sehr cool aus. Auch hier vorne diese Blumen hier. Dieses Lotusartige, schön. Ne? Sieht cool aus. Jedes Biom hat seine eigene einzigartige Flora und Fauna. Das bedeutet, dass neue dekorative Pflanzen und Steine auf den begeisterten Dekorateur, das bin ich, warten. Und neue Gemüse und Obst auf die Feinschmecker des Tals warten. Das ist was für euch. Weil Kochen ist ja nie so mein Ding. Aber dekorieren ist gut. Neue Pflanzen und Steine, geil. Geil, 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 geil. In jedem Biom gibt es auch ein neues Tiertier. Kennt ihr doch Tiertier? Ne? Die sind alle im Zoo. Kapibara. Mit verschiedenen Farbvariationen. Ja, ich habe auch schon Kapibara gesehen. Hier ist ja eine andere Farbe. Kapibara mit Flecken habe ich schon gesehen. Der sah aus wie so eine kleine Kuh. Vielleicht kann man den ja auch melken. Bitte Melkfunktion ins Spiel reinbringen. Genau, dass ich dir gerne als dein nächstes tierischer Begleiter anschließen würde. Naja, gerne. Die leben bei uns dann in Gefangenschaft irgendwo im Menü, aber ja. Und man soll denen ja auch Spitznamen geben können. Wurde auch schon gesagt. Mal gucken, was das dann bringen soll. Ist vielleicht... Ja, da kannst du die ein bisschen personalisieren vielleicht.
Erweitern Sie Ihr Set an Royal Tools. In unserem Showcase wird eine Vorschau darauf gezeigt, dass dein magischer Werkzeugkasten ein Upgrade erhält. Genau, wir haben ja diese Werkzeuge, Angel, Spitzhacke und so weiter und so fort. Da kommt ja dann das neue Werkzeug, was ihr unten schon seht. Dieses Sanduhrwerkzeug, das Royale. Disney Dreamlight Valley Rift in Time führt die königliche Sanduhr ein. Die kriegt ihr aber nur, wenn ihr die Erweiterung kauft. Also mit dem normalen Update kriegt ihr das nicht am Dienstag. Nur wenn ihr 30 Euro ausgibt, gibt es auch das neue Werkzeug. Ein Werkzeug von ebenso unglaublicher Schönheit und Funktion. Ihr findet dieses Relikt vergangener Zeiten auf der Insel der Ewigkeit. Und sobald es ausgerüstet ist, wird es euch mit einer neuen Form der Magie ausstatten, die euch helfen wird, Hindernisse zu überwinden, nach Schätzen zu jagen und sogar neue Objekte herzustellen. Das ist sehr, sehr cool, vielleicht diesen Springclown so. Und du kannst dieses Werkzeug auch im alten Valley benutzen. Ne? Da kannst du Portale öffnen, hat man schon gesehen, da kommen dann so Kisten raus. Irgendwelche neuen Gegenstände, Ressourcen, ich weiß nicht, hier ist auch Eva. Also, sieht doch cool aus, ne? Witzig, dass diese Brunnen jetzt auch hier befestigt sind. Anscheinend kann man die gar nicht mehr verschieben. Finde ich eigentlich ganz witziges Detail, ne? Aber hier kann man jetzt zum Beispiel nichts bauen, ne? Ist vielleicht eher so ein Übergangsweg oder sowas. Apropos Handwerk, auf der Insel gibt es noch eine neue Möglichkeit, Gegenstände herzustellen. Die Zeitbiegestation, also so eine neue Werkbank. Da kann man wahrscheinlich diesen Sprinkler und sowas herstellen. Wenn du die Magie deiner königlichen Sanduhr mit dieser Station kombinierst, kannst du Questgegenstände, uralte Maschinen, Sprinkleranlage und andere aufregende Objekte herstellen, die dir auf deiner Reise helfen und natürlich dein Tal dekorieren. Cool. Du kannst dir auch deine Royale Hourglass aufrüsten, also das Werkzeug hier, Sanduhr. Also vergiss nicht, sie von Zeit zu Zeit zu besuchen. Okay, man kann die auch aufleveln, das Werkzeug. Auch sehr cool. Mal gucken, was das für einen Zweck hat. Bin ich mal gespannt. Aber Moment, was ist das? Was, eine uralte Maschine, sagst du? Mit Technologie aus der mysteriösen Vergangenheit der Insel kannst du deine Effizienz im Tal steigern. Diese Maschinen helfen ihnen nicht nur schneller zu kochen. Genau, großes Feature, was sich viele gewünscht haben seit über einem Jahr. Du kannst jetzt multikochen. Du kannst jetzt mehrere Gerichte auf einmal kochen. Bin sehr gespannt. Witzigerweise wurden aber so Diamanten eingeblendet im Trailer oder im Teaser. Keine Ahnung, ob man das als Ressource braucht dafür. Sondern automatisieren auch Gartenarbeit. Genau, das ist dieser Sprinkler. Der gießt dann immer alles automatisch. Und anderen Aufgaben, damit sie dir Kürbis-zu-Kürbis-Puff-Pipeline maximieren können. Was? Damit sie die Kürbis-zu-Kürbis-Puff-Pipeline maximieren können. Ja, die mit ihren Kürbissen, ne? Mal gucken, ob die auch immer noch so wertvoll sein werden. Bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Ein neues Abenteuer bedeutet neue Freunde. Genau, hier seht ihr schon Rapunzels Haus. Sie malt hier so ein bisschen. Kapibara. Kapibara, halt einfach das süßeste Tier. Ich wünsche mir immer noch Hunde, Katzen oder vielleicht mal ein paar Signature-Tiere wie Pluto oder dieser kleine Salamander von Frozen 2 oder irgendwie der von Mulan, dieser Drache. Ihr kennt die ganzen Namen alle besser als ich. Irgendwie solche Tiere wären mal cool. So wie Pua, ne? Zusätzlich zu den bekannten Gesichtern, denen ihr auf eurer Reise über die Insel begegnen werdet, führt diese Erweiterung eine Reihe neuer Dorfbewohner ein, mit denen ihr euch anfreunden und neue Geschichten entdecken könnt. Eve, schließe ich euch als stets wachsamer Wächter der königlichen Sanduhr an. Du musst ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie den Zugang zu ihr gewährt. Und es braucht mehr als eine Pflanze in einem Stiefel, um sie für sich zu gewinnen. Uiuiui, okay. Sie muss erobert werden auf jeden Fall. Natürlich schaltet ihr mit jedem Dorfbewohner im Tal seine eigenen einzigartigen, aufregenden Freundschaftsquestgeschichten frei. Und die von Eve beginnt mit einem großen Wiedersehen mit Wall-E. Das wird mein Highlight werden. Werden wir natürlich alles im Stream spielen. Geil. Geil, 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 geil. Ich hoffe nur, die Freundschaftsquests werden mal ein bisschen interessanter. Also, dass es nicht irgendwie nur so ist, sammel 10 Holz davon, sammel 20 Pflanzen, bau wieder was an der Werkbank, gib mir das wieder. Da können sie mal ein bisschen was Interessanteres erzählen. Aber werden sie wahrscheinlich eh nicht machen. Ich gehe mal von aus. Auch Level 10 wird wahrscheinlich bleiben, leider. Auch das eigene Charakter Level 40 wird wahrscheinlich auch so bleiben. Gehe ich mal stark von aus, dass sich das nicht ändern wird. Aber egal. Während du die Insel der Ewigkeit erkundest, triffst du auch Rapunzel und einen sehr durstigen Gaston. Helfen sie dem einen, seine Liebe zu malen wieder zu entdecken und verwöhnen sie den anderen mit einer Mahlzeit ohne Ei. Okay, er mag keine Eier. Eiallergie. Auf diese Weise gewinnst du zwei weitere neue Gefährten für die bevorstehende Reise. Wir überlassen es dir, herauszufinden, wer ist. Ja, wahrscheinlich irgendwie Übersetzungsfehler. Während Akt 1, genau, es wird ja drei Akte geben von der Erweiterung. Ne, wissen ja viele auch noch nicht. Das ist ja nicht alles, was wir im Dezember bekommen. Während Akt 1 und Disney Dreamlight Valley Rift in Time drei neue Dorfbewohner in die Täler der Spieler bringt, könnt ihr davon ausgehen, dass im Laufe der Erweiterungsgeschichte weitere Charaktere hinzugefügt werden. Wichtiger Satz.
Wir werden echt durch die Erweiterung noch mehrere Charaktere bekommen. Es kommt ja jetzt das nächste halbe Jahr, kommen ja noch zwei weitere Akte. Im Jahr 2024 werden zwei zusätzliche Acts veröffentlicht, die neue Dorfbewohner Geschichten und Überraschungen mit sich bringen. Also wenn ihr jetzt die 30-Euro-Erweiterung holt, kriegt ihr erstmal die drei Charaktere, die drei Biome. Aber es wird dann nochmal ein Akt 2 im März oder sowas geben und da kommen dann nochmal neue Charaktere. Und nochmal im Sommer kommt der letzte Akt. Wahrscheinlich auch nochmal mit ein, zwei. Zumindest ein neuer Charakter wird wahrscheinlich kommen. Darum, diese 30 Euro lohnen sich schon. Ne? Weil du hast das nächste halbe Jahr immer weiteren Content neben den normalen Gratis-Updates. Also man muss sich fast schon die Erweiterung holen tatsächlich. Und es lohnt sich auch. Die bieten schon was für 30 Euro das nächste halbe Jahr. Was ich sehr cool finde. Weil nicht, dass man das in 5 Stunden durchspielt und dann ist vorbei für immer. Da kommt auf jeden Fall das nächste halbe Jahr echt immer nochmal was. Was ich sehr, sehr geil finde. Scramble Coin kommt im Talent. Genau, das heißt Scramble Coin, das neue Brettspiel. Neue Freunde, Orte, Lebewesen und Geschichten erwarten dich auf der Insel der Ewigkeit. Aber das ist noch nicht alles. Wir führen eine brandneue Möglichkeit ein, eure Freundschaft mit euren Lieblingsdorfbewohnern zu stärken. Scramble Coin. Genau, das ist das neue Brettspiel, wo man Geld gewinnen kann. Und du kannst wohl auch die Figuren sammeln, irgendwie. Und da hast du höhere Gewinnchancen. Dieses leicht zu erlernen, aber schwer zu meisternde Brettspiel, das finde ich immer schon mal sehr geil. Wenn ein Spiel leicht zu erlernen ist, aber wenn du richtig gut sein willst, musst du halt wirklich trainieren und üben. Finde ich sehr geil. Ich hoffe, es geht auch im Multiplayer. Und ich hoffe, man kann wirklich richtig was gewinnen. Und nicht irgendwie nur irgendwie 1000 Münzen. Schon richtig so hunderttausende Münzen. Ne? Weil sonst wäre es ja ein bisschen sinnlos. Was soll ich mit so ein paar Münzen? Das muss schon richtig reinscheppern, auf jeden Fall geldtechnisch. Genau. Kann mit ihren Dorfbewohnern gespielt werden. Okay, kann nur mit den Dorfbewohnern gespielt werden, aber nicht im Multiplayer. Wahrscheinlich wäre das wieder zu viel Glücksspiel oder sowas, ne? Und hält eine große Auswahl an Disney- und Pixar-Charakteren als Spielfiguren, die sicherstellen, dass jedes Spiel, das sie spielen, einzigartig ist. Auch Sammler können sich freuen. Mit der Time-Bending-Station könnt ihr neue Spielfiguren mit ihren eigenen Attributen und Fähigkeiten entdecken und herstellen. Ah, das ist wahrscheinlich an dieser Zeitstation, wo du da irgendwie Gegenstände herstellen kannst. Diese neue Werkbank. Cool. Bonusbelohnung für Early Adapters. Das sind wir, ne? Early Adapters. Wir freuen uns sehr über die Begeisterung alle für die Erweiterung Disney Dreamlight Valley Rift in Time und beabsichtigen, die ersten Spieler zu feiern, die an der Küsten der Ewigkeitsinsel landen. Alle Besitzer des Erweiterungspasses, oh, die zwischen dem 5. und 12. Dezember ihren Briefkasten im Spiel überprüfen, können sich zwei exklusive Boni sichern. Einen Narrenaffen und ein königliches Kostüm. Ey, ich werde auch Narrenaffe genannt. Okay, wenn ihr die Erweiterung zwischen dem 5. und 12. kauft, kriegt ihr halt nochmal so ein Affen- und königliches Kostüm. Ne, so ein Affenskin wahrscheinlich, so einen königlichen Affen. Oder so ein Affen mit diesem Narrenhut. Gehe ich mal von aus, kennt ihr ja, die immer so ein bisschen Show vor den Königen gemacht haben. Cool. Darüber hinaus können alle Spieler, die zwischen dem 5. und 19. Dezember ihren Briefkasten im Spiel überprüfen, zwei weitere Exklusivtitel erhalten. Oha, ein Dreamlight Gaming Stuhl und ein Dreamlight Valley Savior Jacket. Cool, ja, ey, ne? Lohnt sich auf jeden Fall früh zuzuschlagen. Wir sehen uns im Tal und auf der Insel. Genau, das war's dann. Hier sind noch ein paar Links und so weiter. Ey, sind noch ein paar coole Informationen drin, die wir noch nicht wussten auf jeden Fall. Ja, ey, der Hype ist real, der Hype ist real. Vielleicht kommt ja auch nochmal irgendwie ein Trailer und sowas. Gehen wir natürlich alles durch. Ich freue mich sehr. Cool, wirklich mit den Werkzeugen, dass man das nochmal upgraden kann, dass man nochmal Sachen herstellen kann. Cool, dass weitere Charaktere kommen. Die Frage war bei mir ja auch noch offen. Kommen auf jeden Fall noch weitere Charaktere für die Erweiterung. Auch sehr, sehr nice. Hier sieht auch schön aus. Sieht man auch schon mal ein paar der neuen Bäume. Das Schloss hier sieht auch cool aus, der Turm. Ne? Das Spiel, oh, ey, bin mal gespannt. Sowas gerne mehr. Sowas gerne mehr auf jeden Fall. Alles klar, Leute. Lasst gerne Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke, danke, danke schön. Nächste Woche geht's los. Es wird Streams geben. Es wird Infovideos geben und so weiter und so fort. Darum, ne, seid gerne dabei, würde ich mich sehr, sehr freuen. Kommt auch in meinen Discord-Kanal, folgt mir bei Instagram, die ganzen Links in der Kanal- und Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao!